Was geht ab, ihr moderatischen Shop-Fans? Und damit meine Bekannten mit einem Shop-Video auf YouTube. Sorry, dass ich gestern vergessen habe, es steckt Werbung etc. zu machen, aber heute werde ich es auf jeden Fall machen. Und zwar geht es heute vom 4.9.2020 um den Item-Shop. Wie jeden Tag zeige ich euch wie immer den neuen Item-Shop. Vorher lasst gern, schaut einfach gerne mal unten in die Videobeschreibung rein, da findet ihr PSN-Karten oder auch meine sozialen Medien. Aber gut, wir fangen dann mal an. Wir haben hier Hitzkopf. Das bin ich. Ne, so bin Adler. Dann haben wir. Ist es Copyright geschützt? Wenn ja, dann muss ich es deaktivieren. Eigentlich ist es. Ist nicht Copyright geschützt, weil es ist, glaube ich, ein TikTok-Emote. Dann haben wir hier die dunkle Vorhaut. Dann haben wir hier Spezialhacke. Dann haben wir Gage. Dann haben wir heute einen neuen Skin. Hä, für 1800 V-Bucks, lol. Dann der Rückenwasser. Ah, zücke die Spitzhacke aus dem gleichen Rückenauswahl. So, lol. Was hat die denn da gemacht? Dann gibt es hier dieses Paket. Hat die andere, nee, die ist alleine. Spitzhacke. Dann haben wir heute den Flopper-Skin mal wieder zurück mit drei verschiedenen Styles. Halt der Rückenarzt war. Spitzhacke. Heute ging der Shop mal wesentlich schneller. Und dann gibt es hier noch, habe ich vergessen, euch auch zu zeigen, dieses Searcher-Straßen-Schlangen-Outfit hier. Spitzhacke. Gefällt mir jetzt nicht so, aber gut. Gerne könnt ihr auch ein Like da lassen und ein Abo da lassen, falls du neu da bist. Das würde mich, den OG-Fan, wirklich sehr, sehr freuen, weil ich stehe schon fast vor den 360 Abos. Und wer möchte denn der 360. Abo sein? Dann lasst doch einfach ein Like da und ein Abo da. Und aktiviert gerne noch die Glocke, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann nicht vergessen, wenn ihr schon im eigenen Shop seid oder wenn ihr schon online seid, um Fortnite zu zocken oder beziehungsweise um Challenges zu machen, geht einfach mal kurz in den alten Shop und tragt da den Super Dark Creator Code Siki an. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem kleinen, aber feinen Shop-Video am 4.9.2020. Ich melde mich ab.